Sie sind hier, 29. Dezember 2018, 23.24 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Claudio Ranieri ließ im Fulham-Spiel gegen Huddersfield Town seinem Ärger freien Lauf. Urheberrecht Getty Images. Trotz eines Last-Minute-Erfolg seines FC Fulham gegen Huddersfield Town ist Trainer Claudio Ranieri wegen eines Elfmeter-Reklats mächtig sauer. Der FC Fulham feiert einen eminent wichtigen Last-Minute-Erfolg im Keller-Duell gegen Huddersfield Town, trotzdem ist Trainer Claudio Ranieri nach der Partie auf ein 180. der Grund. Ein Verschossener Elfmeter von Aboubakar Kamara nach 82 Minuten. Kamara lässt nicht mit sich reden. Entgegen der Absprachen hatte sich der Franzose das Leder geschnappt und scheiterte mit einem kläglichen Schuss an Huddersfields Schlussmann Jonas Lössl. Eigentlich war Alexander Mitrovic als etatmäßiger Schütze vorgesehen, doch weder der Serbe noch weitere Mitspieler konnten Kamara davon abbringen, den Elfmeter zu schießen. Ranieri Fuchs, eufelswilder Stürmer, trieb Ranieri mit seinem Verhalten zur Weißglut. Ich wollte ihn umbringen, grollte der Italiener nach dem Spiel im Interview mit der BBC. Ich habe ihm gesagt, er soll Mitrovic den Ball lassen. Es ist unfassbar. Er hat weder mich respektiert, noch den Club, die Mitspieler oder die Fans, betonte der 67-Jährige. Anzeige, der ZN gratis testen und internationalen Fußball live. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.